freue mich, Ihnen die beiden Referentinnen vorzustellen. Zum einen Frau Professorin Vera Lenz-Käsekamp. Sie ist Vizepräsidentin für Digitalisierung an der Euro-FH in Hamburg und sie ist Professorin für Marketing mit Schwerpunkt auf Online- und Social-Media-Marketing, ebenfalls an der Euro-FH. Außerdem mit dabei ist Julia Jochim. Sie leitet das Team Digitale Medien an der Euro-FH und außerdem forscht sie zum Einsatz digitaler Medien im Fernstudium sowie zu KI im Kontext Hochschuldidaktik. Ja, und ich schlage vor, wir starten jetzt gleich mit dem Vortrag. Im Anschluss haben Sie die Möglichkeit, via Chat Ihre Fragen zu stellen. Und jetzt übergebe ich direkt an die Referentinnen. Prima, herzlichen Dank, Frau Kenner. Einen schönen guten Morgen in alle Richtungen. Wir haben ja schon gehört, worüber wir alle zusammengeschaltet sind. Und das ist mir eine große Freude und eine schöne Gelegenheit, auch etwas von unserer Forschung, unseren Bestrebungen zu erzählen zu dem ganzen Thema Prüfungsformen im KI-Zeitalter bewertet. Wie gesagt, bin ich auch nicht alleine hier mit meiner Kollegin Julia Jochim und wir zwei haben uns quasi vollständig diesem Thema verschrieben seit dem Aufkommen von ChatGPT und dieser breiten medialen Begleitung, die damit auch verbunden ist. Und wir haben bei uns an der Euro-FH ein Digital Innovation Hub und KI Hub gegründet, um diesen Themen auch einfach zu begegnen, das ganze Thema KI in der Hochschullehre voranzubringen. Und einen kleinen Teil wollen wir hier auch einmal präsentieren. Vielleicht können wir einmal, genau, danke dir, Julia. Das große Thema, was uns eigentlich alle umtreibt, und das merken wir in sämtlichen Diskussionen, die aktuell vorherrschen, wir merken, wir sind einfach inmitten eines disruptiven Prozesses, egal in welchen Bereichen in unserem Leben, in dem Alltag, im Beruf etc., hat das Aufkommen von generativer KI einfach etwas losgetreten, eine technische Revolution und hat diese ganzen Themen, mit denen wir uns auch beschäftigen, maßgeblich verändert. Und wir können ja in wenigen Minuten und mit wenig Input einfach Bilder, Texte und auch Videos gestalten. Und wenn etwas so schnell möglich ist, auch forciert zu werden, generiert zu werden, dann stellt das natürlich auch für uns eine riesige Herausforderung dar. Und wenn man sich das doch mal weiter überlegt und darüber nachdenkt, wenn Texte eben minutenschnell generiert werden können, dass alles grammatikalisch korrekt ist, es hat vielleicht noch ein bisschen Esprit und ist kreativ gestaltet, dann bedeutet das für uns auch als Hochschulen, dass Studierende nicht mehr intensiv Zeit damit verbringen müssen, Hausarbeiten, wie jetzt man hier auch dieses generierte Bild auch sehen kann, dass sie nicht mehr so viel Zeit dafür brauchen, eine Hausarbeit zu erstellen, sondern es ist innerhalb von kürzester Zeit möglich und stellt uns damit einfach auch vor die Hürde und vor die Herausforderung, wie können wir denn als Lehrende sicherstellen, dass die Arbeit, die dieser Studierende geschrieben hat, auch tatsächlich die Fähigkeiten abbildet und auch das Wissen widerspiegelt, dass dieser Studierende eigentlich über sein Studium heraus generiert hat beziehungsweise erworben hat und dass das nicht die Leistung einer Maschine ist beziehungsweise hier dargestellt als Roboter im Hintergrund. Und das führt uns zu dieser Kernherausforderung, wenn traditionelle Prüfungsformen, die uns seit vielen Jahren und Jahrzehnten begleiten, wie Klausuren, Hausarbeiten, eben nicht mehr dazu führen, eine individuelle Leistung zu beurteilen, sondern dass wir uns überlegen müssen, hat das jemand auch im Hintergrund erstellt, quasi eine KI, dann wird das für uns natürlich immer schwieriger, diese Leistung eigentlich zu bewerten. Und wie können wir deshalb Prüfungen auch gestalten, die den Einsatz von KI berücksichtigen, also die Studierenden auch mit der Arbeit mit KI befähigen und trotzdem, dass wir echte Fähigkeiten der Studierenden bewerten können. Und genau diese Frage haben wir uns auch gestellt und haben im letzten Jahr einmal unsere Studierenden und Lehrenden dazu befragt und haben da ganz spannende Ergebnisse daraus generiert. Und das möchten wir jetzt einmal kurz darlegen. Wir hatten die Aussage, dass Prüfungen so gestaltet bzw. konzipiert sein sollten, dass die künstliche Intelligenz nicht helfen kann. Und hier waren besonders die Studierenden der Meinung mit 45%, dass das genauso sein soll, dass quasi die eigene Leistung im Vordergrund steht und nicht das, was aus der generativen KI heraus generiert werden konnte. Die Lehrenden waren der ganzen Sache doch so ein bisschen offener gegenüber und haben sich damit 40% quasi zugeordnet. Ein Viertel der Studierenden haben gesagt, dass man aber auch die Prüfung so gestalten könnte,
dass sie trotzdem die Eigenleistung noch zeigen, aber dennoch auch den KI oder die KI-Nutzung noch integrieren. Und der ähnlichen Meinung waren auch die Lehrenden. Sie haben sich dann aber wieder leicht unterschieden bei der Aussage, dass es eben sinnvoll wäre, eine Mixtur zu schaffen aus beiden Prüfungsformen. Das heißt, das Thema KI-integrativ, aber auch KI-robuste Prüfungen zu kombinieren. Und dieses Stimmungsbild stammt eben aus dem letzten Sommer. Und wir werden diese Studie jetzt auch noch einmal durchführen, weil wir aus unserer Arbeit in den letzten 1,5 Jahren sicher sind, dass hier etwas geändert hat. Es wird dennoch deutlich, dass das Thema Eigenleistung und das, was man selber erlernt und auch eingebracht hat, für die Studierenden sehr wichtig war und dass sie da auch dahingehend auch bewertet werden wollen. Wir haben in der gleichen Befragung auch nochmal abgefragt, was wären denn mögliche Prüfungsformen, die wir auch gestalten könnten, und haben das versucht, einmal so ein bisschen zu clustern, dass sich dieser Vierklang, den wir hier sehen, auch ergeben. Einmal übergeordnet lassen sich eben diese vier Themenbereiche: überwachte Prüfung, angepasste Fragestellung, neue Prüfungsform und eine KI-Integration voneinander eben teilen. Und man sieht, dass doch viele Sachen angemerkt wurden, aufgerufen wurden und die wir hier versucht haben einzuordnen. Beim Thema überwachte Prüfungen sind natürlich althergebrachte Klausuren auch noch mit integriert, mündliche Prüfungen, um das Ganze nochmal quasi auch nochmal mit dem Wissen, mit dem aktuellen Wissen auch zu unterstützen, oder eben auch diese Kombinationsprüfung aus beiden zusammen. Die angepasste Fragestellung bedeutet eben, dass mehr Transfer- oder Anwendungsaufgaben erstellt werden könnten, dass man mehr Fokus auf Empirie, Quellenarbeit legt, Fallstudien einführt, aber auch eben fiktive Forschungsanträge, um die Studierenden auch zu dieser wissenschaftlichen Arbeit zu befähigen, Prozessdokumentation oder Reflexionsaufgaben nochmal zu stellen. Beim Thema KI-Integration, also das Input von KI konkret abzufragen, mit in die Prüfungsform auch zu integrieren, wäre es eben die Möglichkeit, den KI-Output zu überprüfen oder KI-Kompetenzen abzuprüfen oder Prüfungen zu erstellen, bei denen eben die Nutzung von KI ein Teil der Aufgabestellung ist. Es wurden aber auch neue Prüfungsformen genannt, wie zum Beispiel Videos, Experimente, Rollenspiele, formative Prüfungen wie Portfolios, Peer-Review-Verfahren oder Gruppenprüfungen, Poster, Landkarten etc. Das war für uns mal diese eine Einteilung. Wir haben uns das dann nochmal im nächsten Schritt weiter angeschaut, um eben zu sehen, wie können wir das Ganze vielleicht nochmal weiter beurteilen und auch sehen, welche Prüfungsformen eben im Zeitalter von textgenerativer KI möglich sind. Können wir etwas davon tatsächlich in unserem Hochschulalltag einsetzen und was ist didaktisch und praktisch sinnvoll? Und wenn wir das noch weiter aufklappen wollen, und das werden wir in den nächsten Folien auch tun, wie können wir diese neuen Formen auch einer neuen Struktur unterlegen, haben wir uns überlegt, dass das Thema der Lerntaxonomie einfach nochmal neu beurteilt werden soll. Wir sehen hier die Lerntaxonomie von Andersen und Gradwohl. Sie haben das Ganze nochmal weiterentwickelt von Plohm. Beide waren auch mit Plohm verbandelt und haben daraus in den 90er Jahren nochmal weitere Punkte nochmal hinzugefügt. Es sind 6 Stufen, die eben nochmal integrieren, dass man sich zuerst erinnern muss, bevor man Dinge auch weiter versteht, dass man diese dann anwenden kann, im Anschluss dann auch analysieren bzw. bewerten und daraus dann eben aus diesen neuen Elementen, die man generiert hat, etwas Neues auch zu erschaffen, dass man eben auch neue Lernwelten auch generieren kann, planen oder produzieren kann. Und das Ganze haben wir versucht, einmal über diese neuen Prüfungsformen zu legen und einmal zu analysieren, in welchen Stufen der Lerntaxonomie können wir überhaupt diese neuen Prüfungsformen einsetzen und wo macht das Sinn und wo ist es vielleicht weniger sinnvoll. Und das wird Ihnen jetzt einmal Julia Jochim noch einmal im Detail beurteilen. Ja, vielen Dank. Und ich habe zusätzlich zu dieser Lerntaxonomie, habe ich dann eben, als wir uns tatsächlich an diese Auswertung gemacht haben, eben noch die Praktikerseite mit reingebracht, weil ich ja an sich zum operativen Team der Hochschule gehöre und das Ganze ja dann auch mit meinem Team und mit anderen Teams gemeinsam umsetzen muss. Deswegen war ich dann diejenige, die gesagt hat, aber was ist mit der praktischen Umsetzbarkeit? Die haben wir dann eben auch noch hier mit reingebracht und haben dann auf dieser Basis die einzelnen Prüfungsformen bewertet. Das habe ich dann hier einfach einmal umgesetzt. Hier als erstes die Klausuren.
Ja, da haben wir ganz klar auf der Pro-Seite, die sind einfach umsetzbar, die sind etabliert, die sind auch relativ KI-sicher. Wobei, wer weiß, vielleicht gibt es ja künftig für jeden Brillen, wo das KI-Interface integriert ist oder irgendeine andere Lösung, wo man da auch schummeln kann. Aber im Moment ist es relativ eine relativ gute Lösung in puncto KI-Sicherheit, in Anführungsstrichen. Aber wir haben eben auf der Kontraseite die Tatsache, dass eben die Klausur didaktisch gesehen jetzt nicht gerade die sinnvollste Prüfungsform ist, die uns zur Verfügung steht. Ich habe hier unten jetzt jeweils immer diese Lerntaxonomie nochmal aufgelistet und mit diesem Rahmen versehen, auf welche Taxonomiestufen sich die jeweilige Prüfungsform so bezieht. Und gerade bei den Klausuren, wir kennen alle das Stichwort Bulimie lernen, ist es eben doch relativ wahrscheinlich, dass die Prüfung auf den beiden unteren Stufen Erinnern und Verstehen stecken bleibt. Natürlich kann man auch eine Klausur so stellen, dass die oberen Taxonomiestufen angesprochen werden. Aber sehen wir mal den Tatsachen ins Auge, das findet im Hochschulalltag oft einfach nicht statt. Das heißt, das ist eigentlich nicht unbedingt die Prüfungsform, die flächendeckend eingesetzt werden sollte. Vor allem auch deshalb, sie lehrt kein eigenständiges wissenschaftliches Arbeiten. Das heißt eigentlich nicht das, was bei der Ausbildung von jungen Wissenschaftlern eigentlich in dem Sinne gefragt ist. Dann habe ich mir angeguckt, diese mündlichen Prüfungen oder eben die Kombinationsprüfungen, die in letzter Zeit auch viel diskutiert werden, wo es dann heißt, ja, es wird quasi eine mündliche Prüfung über die schriftliche Arbeit abgehalten. Das ist auch relativ KI-sicher und wir haben tatsächlich da dann die Möglichkeit zu einem relativ großen didaktischen Spektrum, wobei auch hier ist es dann wieder eine Frage, wie gut wird diese Prüfung gestellt, das ist ganz klar. Also wir können aber anwenden, analysieren, bewerten lassen, kommt wirklich sehr auf die prüfende Person an. Ja, aber auch hier haben wir natürlich die Gefahr, dass die Prüfung eine reine Wissensreproduktion bleibt, also dass wir auf den unteren Taxonomiestufen hängen bleiben. Auch hier wird jetzt nicht in dem Sinne wissenschaftliches Arbeiten in schriftlicher Form gelehrt. Und auf der praktischen Seite muss man ganz einfach sagen, das skaliert einfach überhaupt nicht. Es ist ein sehr hoher administrativer Aufwand. Allein die Organisation dieser Prüfungsform, man kann nicht wie bei einer Klausur eben hunderte Personen in einen Raum setzen und sie in einem Rutsch abprüfen. Man braucht einzelne Termine. Es muss organisiert werden. Es wird wahrscheinlich dadurch auch einen hohen Aufwand seitens der Lehre geben, weil die Prüfungen ständig abgeändert werden müssen, weil Studierende reden miteinander. Was bedeutet, es müssen ständig neue Prüfungsfragen gemacht werden. Und gerade wenn man jetzt diese Kombinationsprüfung nimmt, also diese Prüfung über die schriftliche Hausarbeit, dann haben wir natürlich das Problem, es muss jeweils sich in diesen individuellen Prüfungsinhalt eingearbeitet werden und eine genau darauf abgestimmte Prüfung für jeden und jede einzelne Studierenden entwickelt werden, was natürlich einfach ein ziemlicher Aufwand ist, wenn das eben nicht nur ein reines Abfragen sein soll, sondern wirklich, dass im Prüfungsdialog auch rauskommt, ob diese Inhalte eben verstanden und durchdrungen worden sind. Also auf praktischer Ebene für mich eher nicht wirklich die Lösung. Ja, bei den angepassten Fragestellungen, da hatten wir ja eben dieses Thema Transfer, Empirie, Dokumentation, Reflexion und so weiter. Das hat auf der Pro-Seite den Charme, dass es eben innerhalb der vorhandenen Prüfungsformen umsetzbar ist, also in der Haus- oder in der Projektarbeit. Transfer und Anwendung, didaktisch sinnvoll, wunderbar, ist auf der Landtaxonomie ganz wunderbar einzuordnen. Wir haben auch die Möglichkeit, da bis ganz nach oben zu gehen, bis zum Erschaffen. Also das ist didaktisch auf jeden Fall sehr wertvolle Aufgabenstellungen möglich. Auf der anderen Seite haben wir eben einen hohen Aufwand bei der Einführung, weil es müssen, ich weiß nicht, wie viele hunderte, tausende Prüfungsaufgaben bearbeitet werden. Und wahrscheinlich wird ein ständiger Anpassungsbedarf da sein, weil die KI sich weiterentwickelt. Zum Beispiel, als ChatGPT damals aufkam, da war bei Reflexionsfragen, war da immer noch so der Tenor, ja, das kann die KI nicht, das kann man machen. Inzwischen, wenn man die KI richtig promptet, dann schreibt die einem auch eine wunderschöne Antwort auf eine Reflexionsfrage. Das heißt, wir rennen da wahrscheinlich mit der KI um die Wette und ich für meinen Teil bin mir ziemlich sicher, wie das ausgeht, und zwar pro KI. Dazu kommt natürlich, dass auch hier die Nutzung von KI nicht ausgeschlossen wird. Also die Studierenden können der KI eben trotzdem das Schreiben überlassen. Das muss man nicht als Problem sehen, aber das muss man zumindest im Kopf haben bei der ganzen Sache. Ja, und dann habe ich mir noch diese neuen Prüfungsformen angeguckt, die eben, Entschuldigung, jetzt bin ich um eins gesprungen. Ja, das Thema KI-Integration. Da haben wir eben dieses Thema
KI-Output überprüfen, zum Beispiel Prüfen von KI-Kompetenzen, Aufgaben stellen, die eben, wo dann eben die KI-Anwendung Teil der Aufgabenstellung ist. Auch da haben wir die Möglichkeit zu sehr didaktisch wertvollen Prüfungsformen. Wir können, das ist ein Riesenpluspunkt für mich, KI-Kompetenzen vermitteln, was eben einfach für die Zukunft sehr, sehr wichtig sein wird. Und auch ein großer Pluspunkt für mich ist, man arbeitet hier mit der KI anstatt gegen sie. Das halte ich für sehr, sehr zentral. Auch hier haben wir natürlich aber auf der Kontraseite hoher Aufwand bei der Einführung. Alle diese Prüfungsformen müssen erstmal ersonnen werden. Wir müssen dafür auch alle Lehrenden schulen, damit sie sowas überhaupt entwickeln können. Wir müssen Bewertungskriterien neu definieren. Wie bewertet man überhaupt KI-Kompetenzen? Was sind die KI-Kompetenzen? Was muss man können? Wie äußert sich das? Und es gibt natürlich auch da dann gegebenenfalls die Notwendigkeit, eben wenn die KI sich weiterentwickelt, auch diese Prüfungsformen weiterzuentwickeln. Da führt kein Weg dran vorbei. Ja, und als letztes hatte ich dann noch diese neuen Prüfungsformen, die natürlich sehr, sehr heterogen sind. Wir haben hier Videos, Experimente, Rollenspiele, formative Prüfungen gehabt als Vorschlag, Peer-Review, Gruppenprüfungen, Poster und Landkarten. Da haben wir natürlich eine riesige Möglichkeit zu sehr vielfältigen didaktischen Szenarien, also eigentlich ganz wunderbar. Aber auch hier haben wir natürlich einen hohen Aufwand bei der Einführung, administrativ und bei der Lehre. Wir müssen Bewertungskriterien finden. Viele dieser Prüfungen sind nicht im aktuellen Prüfungskanon. Das heißt, das müsste auch alles erstmal definiert werden. Es ist teilweise auch ein hoher Aufwand bei der Durchführung und Bewertung, gerade bei so Sachen wie Peer-Review, Gruppenprüfungen, Rollenspiele, Streitgespräche etc. Das muss auch erstmal geplant und durchgeführt werden. Es ist bei den Sachen, die tatsächlich eben schriftlich sind, natürlich auch nicht per se KI-sicher. Und gerade bei einem Format, was sehr viel vorgeschlagen wurde, nämlich eben dieses Thema Prüfungsvideos, das habe ich mir angesehen und als digitale Medienpraktikerin dachte ich natürlich im ersten Moment, hey, toll, tolle Idee. Aber dann fiel mir auf, Moment mal, das bevorzugt eigentlich ganz massiv technikaffine Studierende. Weil jemand, der tatsächlich, vielleicht besonders medienaffin ist, schon Erfahrung mit Videos hat, tolle Programme zur Verfügung hat, kann dann vielleicht ein viel optisch tolleres Video erstellen als jemand, der damit überhaupt keine Erfahrung hat. Und im Grunde wird da dann eine Kompetenz mitbewertet, die eigentlich zu dem Studiengang vielleicht überhaupt keinen Fachbezug hat. Und da ist dann wirklich die Frage, ist das zulässig, dass wir dann die Bewertung auch von sowas abhängig machen, was eben eigentlich zu dem Studiengang überhaupt nicht in dem Sinne dazugehört. Ja, wenn ich jetzt so auswählen müsste, ich habe diese Auswertung gemacht, habe dann mal so Gesamtschau gemacht und festgestellt, am meisten Pro-Punkte, wenn ich jetzt nochmal zurückspringen darf, hat für mich eigentlich die KI-Integration, ganz einfach aus den zwei Punkten, die ich vorhin betont habe, nämlich man arbeitet mit der KI anstatt dagegen und man vermittelt KI-Kompetenzen, ist didaktisch wertvoll als Format. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass das die einzige Prüfungsform sein soll und dass die anderen Prüfungsformen deswegen komplett raus sind. Das glaube ich nicht, aber das ist zumindest für mich in meiner Arbeit wird das eben ein Schwerpunkt sein, zu schauen, wie können solche KI-integrativen Prüfungsaufgaben etabliert werden? Wie kann ich da Erfahrungen sammeln und wie können wir das ein bisschen mehr in die Breite bringen? Aber für den Abschluss und die Takeaways gebe ich dann nochmal weiter an Vera. Genau, man sieht, es ist total schwierig für uns als Hochschule im Kleinen, aber auch für alle anderen Hochschulen und Universitäten Deutschland oder auch weltweit. Man kann nicht sagen, es gibt eine einfache Lösung. Wir haben für uns jetzt auch ja quasi schrittweise eruiert, was könnten wir eigentlich machen, um einerseits dem ganzen Thema KI zu begegnen, aber auf der anderen Seite auch unsere Studierenden zu befähigen. Denn das ist nämlich etwas ganz Maßgebliches, dass wir auch sehen können, dass das Thema KI, generative KI, das wird nicht mehr verschwinden. Wir befinden uns eben, wie gesagt, mitten in einem transformativen Prozess. Wir sind mitten in einer Disruption. Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Das heißt, wahrscheinlich ist es so, dass auch in den nächsten Jahren wird sich hier nochmal vieles tun. Es wird sich vieles weiterentwickeln. Und wir müssen an der Seite quasi immer mitgehen, auch als Hochschulen. Wir müssen da beweglich bleiben und eventuell auch damit uns auseinandersetzen, dass gerade die Mischung es sein wird, die uns dann auch in die Zukunft bringen wird. Das heißt, wir werden immer wieder prüfen müssen, sind unsere Prüfungen noch
ja, sind sie noch fähig, das abzuprüfen, was wir eigentlich möchten? Also das heißt, wir werden auch diesen ständigen Prozess, wie gesagt, begleiten müssen. Wir werden das anpassen müssen. Und somit können wir eigentlich schließen, dass es viel zielführender ist, mit der KI zu arbeiten als dagegen. Wir werden uns dann, ja, wir werden uns dagegen nicht mehr wehren können. Und wir müssen einfach den Tatsachen ins Auge blicken. Und zentral ist wirklich die Aussage, dass wir es Prüfungen einfach konzipieren müssen, die die KI-Nutzung nicht mehr per se vorne weghalten, sondern es ist wichtig, integrativ vorzugehen, die Studierenden zu befähigen, auch das Thema Future Skills hier mit reinzuarbeiten und dann die nächsten Schritte einfach in die Zukunft zu gehen und unsere Studierenden dafür fit zu machen. Das ist auch unsere Aufgabe als Hochschulen oder im Bildungswesen im Allgemeinen. Das war es soweit von unserer Seite. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir freuen uns über viele Fragen. Wir freuen uns über Kontakte zu dem Thema. Wie gesagt, Frau Jochem und ich, wir sind ganz intensiv dabei, das Thema für uns als Hochschule auch voranzutreiben und freuen uns da über viele weitere Kontakte und Insights von Ihnen.